Hallo, da bin ich wieder und herzlich willkommen auf dem Kiosk-Kanal mal wieder und heute zur zweiten Runde. Wir überraschen Zuschauerinnen und Zuschauer bzw. Bestellerinnen und Besteller. Diesmal in Hamburg. Ja, wir haben uns extra auf den weiten Weg gemacht hier nach Hamburg. Wir sind gerade mit dem Zug gefahren, wo Pascal direkt mal seine Jacke verloren hat. Und der Kameramann Jack hat auch seine Jacke. Hat sie auch vergessen. Das kannst du dir einfach nicht ausmalen. Drei Leute fahren nach Hamburg, zwei verlieren. Laune ist direkt auf Null, ohne Scheiß. Die Jacke. Egal, jetzt haben wir uns hier so ein Carsharing genommen, um die erste Box zu Mattes zu bringen. Der hat bestellt und wohnt gar nicht weit von hier. Und da gehen wir jetzt einfach mal vorbei. Wichtig zu sagen ist, dass wir dieses Mal negativ auf Corona getestet sind. Wir waren eben noch bei der Schnellteststation und haben uns alle durchtesten lassen, sodass wir heute ohne Maske drehen konnten. Weil bei der Berliner Aktion hatten wir ja alle eine Maske auf, weil wir uns nicht testen lassen haben. Dieses Mal getestet, alles safe und wir bringen die Kisten heute vorbei. Das war der längste Satz, den ich in meinem Leben von dir gehört habe. Das war der Seemannsschiff-Knopf-Kapitänsknopf-Ding. Was auch immer. Swag. Wir haben eine Insta-Story gemacht und die Leute mal ein bisschen mutmaßen lassen, in welcher Stadt wir unterwegs waren. War denn da ein paar Mal Hamburg bei? Ja, ganz oft. Also ich glaube mit am meisten. Ja, ist ja auch die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Nee, das ist nicht die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Nee. Aber die zweitschönste. Ja. So, jetzt suchen wir erstmal Mattes. Ich kenne mich hier natürlich null aus, deswegen mal gucken, ob wir uns im Scherz schon verlaufen haben. Die sind wir auch nicht richtig. Ja, ich verstehe es gerade wirklich. Richtig nochmal? Wir müssen da irgendwo dazwischen. Mattes! 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 Da war Mattes. Jetzt stell dir doch mal vor, der Mattes hat es einfach wegen Aaron bestellt und kennt uns einfach gar nicht. Und sagt so, hä? Wer seid ihr? Da, wie die DHL-Boten sind. Da, 58 A bis C, da müssen wir. Super! Sie? Sagt der Igel, wenn er in den Spiegel sieht. Und wir singen unser Lied. Jetzt singen wir den Rest in die Klingel, oder? Ja. Ich will drücken. Du kannst sprechen. Du klopfst dich Rede. Lisa? Mattes. Das ist unglaublich, oder? Tolle Adresse hast du rausgesucht. Volltreffer. Ein Schuss in den Ofen. Ein Griff ins Klo. Was Scheiße ist das? Da wollen sie alle in eine Kioskbox und dann sind sie alle nicht zu Hause. Hallo! Hallo! Mattes? Ja, genau. Grüß dich! Hi, Pascal! Hi! Hi, Marvin! Freut mich! Ich dachte, ihr seid in Berlin unterwegs. Nee, guck mal hier! Heute in Hamburg! Heute in Hamburg, um dir deine Kiosbox zu bringen. Ja, danke euch! Ja, sehr gerne! Geil. Wir haben Versand gespart und du hast den Heilig bekommen. Genau. Ein Deal für alle. Dass wir ein Kategor gebucht haben, hat keiner einberechnet. Ja. Wie bist du auf den Kiosk aufmerksam geworden? Ja, durch den Aaron tatsächlich, ne? Buh! Also, ja. Aber sehr cool. Genau. Da bist du die Nummer 77, ist ja auch eine schöne Zahl. Ja, auf jeden Fall. Was machst du mit den Inhalten? Austrinken, würde ich mal sagen. Heute noch. Heute noch, genau. Nein. Und bunte Tüte dabei noch essen. Genau, ja. So ein bisschen Magen haben, ne? Kommst du denn nochmal nach Berlin, uns zu besuchen? Ich hoffe doch, ne? Du bist herzlich eingeladen. Also wenn der Laden auf ist, komm gerne vorbei. Sag, dass du der Mattes bist und dann gibt es eine Bockwurst umsonst. Ja, cool. Sag, wie viele Leuten hast du schon eine Bockwurst versprochen? Ich muss deine Liste drüber führen. Ich habe genug angeschrieben. Ich kann da genug absetzen. Keine Sorge. Oh. Für jeden eine Bockwurst. Jeder, der einen Bock drauf hat. Nein. Ja, super. Ey, wir wollen noch gar nicht länger stören. Schönes Wochenende. Danke euch. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass wir das mal mitgefilmt haben und begleitet haben. Und schönes Wochenende. Jo. Wir haben zweimal geklingelt. Hast du eine Nachtschicht oder was? Nee. Oder Mittagsschlaf? Nee, genau, Mittagsschlaf. Nein, das ist schön. Na dann jetzt den Gin und bis hier wach. Super, ne? Viel Spaß damit, ja? Danke, ne? Bis ich alles auf einmal ausbringe. Ciao. Haben wir einen Glück gehabt. Ja, war auch wieder super, oder? Ja, also super nett. Auch Mattes, genauso wie die Leute in Berlin, die wir überrascht haben, auch super nett. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir hier das Problem haben, dass wenn wir die drei Boxen, die wir mit haben, nicht loswerden, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir uns was überlegen. Aber bleibt dran, um zu schauen, ob wir alle loswerden oder ob es vielleicht heute noch die eine oder andere Blitzverlosung gibt. Aber jetzt geht's erstmal zur zweiten Adresse. Los geht's! So, nächste Adresse, nächstes Glück. Genau, der Niklas wartet hoffentlich schon sehnsüchtig auf uns, auch wenn er nicht weiß, dass wir kommen. Nee. Ich weiß gar nicht, ob wir eher eine Bedrohung sind oder ob man sich eher freut, wenn wir kommen. Ach doch, bislang haben sich doch alle voll sympathisch und nett gefreut. Hoffentlich auch bei Niklas so. Niklas! Bitte nicht, ey, wirklich. Ich will klingeln. Da. Hallo, schönen guten Tag, hier ist das Kiosk-Team. Was war dein Niklas?
Hi, wir haben ein Paket für dich. Willst du uns mal aufmachen? Welchen Stock müssen wir? Super, danke dir. Och, war schon zu Glück. Ich weiß es auch nicht. Ich habe seit Tagen so einen Ohrwurm von einem neuen Song, den ich gehört habe. Der ist pures Gold. Nein, den stimme ich jetzt nicht an. Wie geht der denn mal? Pures Gold halte ich in meinen Händen. Alles Klassiker, die wir hier den Leuten verklickern. So, und jetzt der Kameramann. Pures Gold halte ich in... Nein, das mit uns wird niemals enden. Du sieht man den überhaupt? Ey, guck mal, da sieht man den sogar. Mann, du kennst den Text ja gar nicht. Das ist ja peinlich. Das ist von Norman Langen, DSDS 6. oder 7. Ich weiß es nicht mehr. Bester Mann, lieben Gruß an der Stelle. Bester Mann? Bis vor 5 Minuten kannte der ihn nicht mal. Hallo Niklas, ist okay, wenn wir filmen? Ja, okay. Okay, super. Hi. Moin. Moin. Hallo. Hi. Super, hier ist deine lang ersehnte Kioskbox. Nummer 56. Ja, bitteschön. Auf was hast du dich denn am meisten gefreut? Auf den Gin tatsächlich. Ah, das ist ja selber ein Gin-Trinker. Ja, Trinker nicht, aber Sammler. Hast du auch eine Sammlung an Alkohol? Eine Sammlung? Aber machst du die auch nicht auf, oder was? Nee, nee, der wird schon mal die Sammlung bestellt. Ach, wirklich? Wie viel hast du denn schon? Boah, schon so um die 30, 40. Hast du die hier? Ja. Kannst du uns den teuersten mal zeigen? Teuer? Ja, oder so den speziellsten, weil ich habe gar keine Ahnung davon. Können wir reinkommen? Wirklich? Das wäre dein Wahnsinn. Aber Schuhe ausziehen. Genau. Ja. Niklas, wir laden uns einfach mal selber ein. Ja, sehr gerne. Ach, guck mal, jetzt aber wirklich. Das ist ja cool. Krass. Sind das hier so Limited Editions und sowas? Genau, teilweise schon. Teilweise ganz normale, teilweise oben halt. Krass, okay. Das heißt... Ich einen guten Platz für aussuchen, auf jeden Fall. Achso, aber guck mal, ist ja alles gemischt. Aber ich kenne mich ja wirklich null aus. Wodka, Gorbatschow, gutes sehe ich. Aber Gin sehe ich gar nicht. Gin ja. Ist... Was ist Gin sehe ich hier gar nicht. Nee, Gin noch nicht. Mein erster tatsächlich. Achso, krass. Na siehst du, ich bin immer nur der Erste. Ja, wir wollen dich auch gar nicht lange aufhalten. Eine Box haben wir noch im Auto und hoffen, dass wir noch jemanden antreffen. Ja. Niklas, vielen Dank. Dass vielen Dank, dass du da bist. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, du kommst jetzt mal einen Kiosk besuchen. Das denke ich. Und bist auch eine Bockwurst eingeladen, wie alle anderen auch, die ich so habe. Okay, ich sag mal. Das lohnt es schon. Ja, eben. So, dann, wir wollen nicht länger stören. So, Marvin, wie lange brauchen wir zur nächsten Adresse? Ich schaue gerade die ich rausgesucht habe, die relativ zentral ist, nochmal 26 Minuten, aber ich check nochmal die anderen Adressen. 44 Minuten und das andere. Ah, auch 45. Also 26 Minuten ist wirklich das kürzeste. Aber den Weg machen wir doch noch, oder? Ja, würde ich sagen. Aber ich muss ehrlich mal sagen, mit Niklas war super. Niklas ist wirklich pures Gold für mich. Ja, Leute. Willkommen in Hamburg. Ne? Ich dachte eigentlich, Hamburg ist immer Großstadt, aber anscheinend gibt es hier auch sehr, sehr schönes Grün. Und jetzt sind wir zu Gast, hoffentlich, bei Gabriel, die letzte der drei Kiosk-Boxen, die wir heute verteilen wollen. Nummer 48. Nein, 84. Aber ist nicht schlimm. Hoffentlich ist Gabriel da, weil sonst machen wir heute noch eine Blitzverlosung. Und hoffentlich werden wir jetzt nicht von den wilden Fahrradbestien überfahren. Ja, Gabriel, schade, dass du nicht zu Hause bist. Was machen wir jetzt? Im Garten nochmal gucken? Nein, wir gehen bestimmt hier nicht in fremde Gärten. Ich habe auch schon geguckt. Weil das hat das Auto da. Ja, weil der Pnöppel oben ist, könnte das Auto drauf sein. Ja, der Pnöppel da. Ach, jetzt macht jemand auf. Hallo, ja, wir sind auf der Suche nach Gabriel. Ach super, vielen Dank. Ach, von hier kommt jemand. Wusstest du? Ja. Du bist der Gabriel. Ich dachte mir, das sieht so Hamburg-ländlich aus und das kann doch nicht sein. Ah, ja, siehst du. Schau mal, schon. Ich will sie dir gar nicht so lange vorenthalten. Krass. Hier ist deine Kioskbox. 84. 84? Nur 84. Irgendeine andere Zahl draußen. Ja, aber Hauptsache ist alles. Hoffentlich in Ordnung, dass wir das filmen. Ja, klar. Hast du Glück, wir haben zweimal geklingelt und erst hat keiner aufgemacht. Wir wollten schon wieder abreißen. Wir haben schon anmoderiert, dass wir die nächste Adresse raussuchen. Auf was freust du dich denn am meisten? Tatsächlich im Gin. Bist du Gin-Trinker oder Sammler? Trinker. Wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden als Hamburger? Also Kiosk kenne ich schon lange, also von Aaron. Mhm. Und dann, dass ihr jetzt wieder einen aufmacht. Geil. Ja, ist doch super. Dann hoffen wir natürlich, dass du in Berlin rumkommst. Und dann bist du auf eine Bockwurst. Dann wir auf eine Bockwurst eingeladen. Wie jeder, den ich einlade. Ja, ich glaube, mein Kontingent ist langsam aufgebraucht. Aber egal, wir freuen uns trotzdem. Ey Gabriel,
viel Spaß damit. Wir wollen dich gar nicht lange aufhalten. Mit dem Gin ist auf jeden Fall das Wochenende gerettet. Und alles Gute und wir hoffen, dass du mal nach Berlin kommst. Ja, ich komme vorbei. Super. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Leute, 100% Quote. Die Hamburger Leute waren zu Hause und haben uns nicht enttäuscht. 3 Boxen sind wir losgeworden an Mathis, Niklas und Gabriel. Cool, dass ihr zu Hause wart. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, euch kennenzulernen und hoffentlich sehen wir uns bald in Berlin. Super, ich glaube, das war jetzt das letzte Mal, dass wir diese Aktion gemacht haben. Zumindest Nein. für diesen Drop. Ja, für diesen Drop auf jeden genau. Fall. Weil im nächsten Quartal gibt es nochmal eine neue Kioskbox. Da kommen wir sicherlich auch nochmal an eure Stadt vorbei. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren. Und wenn das Auto vorbeigefahren ist. Und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Inhalte mehr verpasst. Das Wichtige ist auch, den Kanal zu abonnieren, weil Pascal muss sich jetzt erstmal eine neue Jacke kaufen und irgendwie muss sie ja bezahlt werden. Das Video einmal nochmal von vorne gucken wegen der AdSense ein, dann holt er sich auch eine neue Jacke. Nein, Spaß beiseite. Hat mich gefreut, bis zum nächsten Mal und ciao.